Frau Lindner, wir sind jetzt heute wieder in Berlin, Marsch für das Leben 2023. Erklären Sie uns doch erstmal ganz kurz, was macht denn der Bundesverband für Lebensrecht? Also erstmal freue ich mich sehr, dass die Regensburger wieder da sind. Das sind ja schon treue Marschmitgeher, darüber freuen wir uns sehr. Ich leite den Bundesverband Lebensrecht seit 2017. Das ist ein Zusammenschluss von aktuell 15 Lebensrechtsorganisationen, die zu den größten und wichtigsten gehören. Wir haben insgesamt über 25.000 direkte Mitglieder und viele Unterstützer. Und wir sind im Grunde so etwas wie der Lobbyverband für das Lebensrecht. Das heißt, wir sind zuständig dafür, das ganze Jahr über Informationen zu liefern, Fakten zusammenzustellen, Politik, Öffentlichkeit mit wichtigen Informationen zu versorgen, um eben dann mit dafür zu sorgen, dass in Politik und Gesellschaft menschenwürdige Gesetze geschaffen werden und in der Gesellschaft natürlich auch für das Lebensrecht zu werben, was ganz wichtig ist. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung beim Marsch für das Leben. Können Sie es mal erzählen? Was ist denn da das Highlight dieses Jahr? Ja, zum ersten Mal in der Geschichte des Bundesverbands Lebensrecht und des Marsches für das Leben gibt es zwei Märsche gleichzeitig. Und zwar hier in Berlin um 13 Uhr vor dem Brandenburger Tor und gleichzeitig in Köln um 13 Uhr auf dem Heumarkt. Wir haben einfach eine junge, tolle Truppe in Köln kennengelernt, die uns gefragt haben. Und dann haben wir gesagt, das ist die Gelegenheit. Wir machen jetzt als Antwort auf die verheerende bioethische Bilanz der Bundesregierung neben unserer ganzjährigen Arbeit jetzt mal auch einen verdoppelten Marsch. Und das hat schon sehr große Wirkung gezeigt, wie wir die letzten Wochen gesehen haben. Wir freuen uns drauf. Frau Lindner, nächste Frage. Was heißt denn für Sie Lebensschutz? Was bedeutet es? Es bedeutet einfach, dass wir das Grundgesetz durchsetzen. Die Würde des Menschen ist unantastbar und sie zu schützen und zu wahren ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. So steht es bei uns im Grundgesetz. Und Menschenwürde kann nur dann einen Sinn haben und nur dann alle Menschen schützen, wenn das heißt, weltweit jeder Mensch von der Zeugung bis zum Tod gleichwertig. Das ist Lebensschutz. Es ist ja das Lebensrecht, es ist ja nicht nur ein Schutz, wir schützen ja das Leben, weil es das Recht auf Leben gibt, als Grundrecht jedes Menschen, ohne dass ja alle anderen Rechte schlicht hinfällig wären. Und deswegen versuchen wir auf vielfältigen Ebenen mit unseren Vereinen, also durch die tätige Hilfe, durch Schwangerenberatung, durch Organisation von Veranstaltungen, durch Vorträge und so weiter, mit dafür zu sorgen, dass das in der Gesellschaft auch so verwirklicht wird. Denn ohne dieses Lebensrecht ist letztendlich kein Mensch wirklich geschützt, denn jeder Mensch könnte sonst in die Lage kommen, willkürlich aus dem Menschsein herausdefiniert zu werden. Und das müssen wir verhindern. Und warum sollte sich jetzt Ihrer Meinung nach jeder Christ für den Lebensschutz einsetzen? Naja, bei Christen ist es ja so, dass der Lebensschutz im Grunde intrinsisch im Glauben verankert ist. Da geht es ja noch viel höher. Ja, da geht es ja noch in die Transzendenz, in Gott, in das Leben als Geschenk und jeder Mensch als Geschenk Gottes. Also für jeden Christen ist es eigentlich völlig selbstverständlich, dafür einzutreten. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.